Hallo meine Lieben, hier ist Kalias von Kreatives Leben und heute hatte ich Lust, wieder mal eine Art Journal Titelseite zu machen. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Und der Hintergrund ist, ich habe mir einen Kurs geleistet und zwar der Sommer Art Journal Kurs von Marieke Blokland. Da hat sie unterschiedliche Künstlerinnen eingeladen, die gern Art Journaling machen und man soll auch mit eingeschränkten Farbpalette arbeiten in diesem Art Journal. Und deshalb habe ich beschlossen, okay, das gibt mir schon mal die Richtung vor. Ich werde nur mit den vorgegebenen Farben arbeiten und ich werde mir so ein A5 großes Art Journal machen. Und was ihr heute seht, ist nur die Titelseite und ich werde den Rest separat in einem anderen Video euch zeigen. Also wie ich den zweiten Teil mir vorbereite, beziehungsweise wie ich das ganze Art Journal zusammenstelle. Ich habe hier als Grundlage so veganes Leder genommen in Weiß und die Farben, die bei diesem Sommer Art Journal Kurs eingesetzt werden sollen, sind Pink, Rot, Mint, Grün und es wird eigentlich Silber vorgeschlagen und ich habe stattdessen Gold benutzt. Und ihr seht schon, was ich mache. Ich habe jetzt angefangen zuerst mit Washi-Tape den Hintergrund vorzubereiten und dann mit Seidenpapier, mit ganz tollem, so ein goldenes ist das eine und das andere ist eigentlich ein weißes, transparentes mit so glitzernden Punkten. Ja, also da habt ihr ein bisschen gesehen, wie es so schimmert. Das finde ich ganz klasse. Und was ich jetzt gemacht habe, ist meine Tinte zu nehmen und mit Wasser so einen Hintergrund zu schaffen. Und der Übergang war jetzt super abrupt. Ich weiß, mein Video wird einfach sonst wieder mal zu lange und das wollte ich jetzt ein bisschen vermeiden. Als nächsten Schritt, nachdem ich eben diese Tinte versprüht habe und verteilt habe, damit die auch sehr durchsichtig ist, gehe ich jetzt mit unverdünnter Farbe und mit Schablonen rein und benutze eben diese Farben, die da durch den Kurs vorgegeben sind. Und ich weiß nicht, wie es euch ergeht. Ich finde es zurzeit ein bisschen zu chaotisch und ich finde diese Farbkombi schon sehr mutig. Ja, also dieses Grün und Rot und Pink und Mint, das ist mal alles ein bisschen zu viel. Aber ich werde dahin arbeiten, um es ein bisschen also die Farben ein bisschen abzuschwächen, weil ich finde, das ist alles sehr, sehr laut. Ich liebe Rot eigentlich, aber in Kombi mit diesem Grün finde ich, das ist mir das alles viel, viel zu aggressiv. Und jetzt versuche ich durch Schablonen, und das ist ja auch der Grund, warum ich diesen Teil zeige, weil ihr sehen werdet, wie das alles doch besser zusammenschmilzt. Und ich wollte ja auch, wollte euch auch zeigen, wenn es manchmal nicht so funktioniert, ja. Und ihr seht, also da wird es mir wirklich zu viel. Deshalb nehme ich da meine Rolle und verteile weiß. Also man soll den Hintergrund sehr wohl noch sehen, aber es soll nicht mehr so extrem sein. Und jetzt ist es schon ein bisschen besser, auch mit dem Rot und mit dem Grün. Aber ich gehe weiter und habe meine Neoncolors jetzt rausgenommen in Rot und in Pink und mache einfach sogenannte Marks. Ich habe ja in letzter Zeit sehr viel mit sehr konkreten, also ich habe sehr viel gezeichnet, sagen wir es mal so, und ich wollte einfach ein bisschen zurück zum Thema Art Journaling gehen und eben dieses mehr Hintergründe schaffen, Spaß haben, mixen und so weiter. Und hier ist wieder eine meiner Lieblings-Schablone. Ist eigentlich fast eine Maske und keine Schablone. Schablonen decken mehr ab. Und
Das ist einfach toll, dass diese Blumen, die liebe ich. Ich habe jetzt unterschiedliche Blumen in der Zwischenzeit, weil ich so viel Spaß habe, mit diesen Blumen zu arbeiten. Die beide hier gefallen mir so nicht, muss ich jetzt sagen. Aber es wird auch da besser. Hier rot und ja, dieses Rot ist einfach zu laut. Ich glaube, ich hätte ein anderes Rot nehmen können. Es gibt ja ganz viele Rottöne. Ich hätte, glaube ich, mehr ins Orange gehen sollen, weil sich das weniger mit dem Rest da ja nicht vereinbart gewesen wäre, zu vereinbaren wäre. So, jetzt kommt das Mint rein und ich finde dieses Mint unheimlich beruhigend. Insbesondere diese Blume fand ich ganz toll und auch die Effekte, die da entstehen, diese verschiedenen Lagen. Genau das will ich jetzt erreichen und das mache ich jetzt auch mehr und mehr. Das heißt, ich glaube, ich werde da irgendwann mal schneiden, weil mir das zu viel, also weil ihr jetzt einfach verstanden habt, was ihr gemacht habe. Ich gehe jetzt mit einem Make-up-Schwamm rein, weil es auch besser geht als mit dem Pinsel. Ich habe zwar auch so einen Schablonenpinsel natürlich, aber das macht es ein bisschen leichter, fluffiger, weil sonst ist mir das alles sehr laut. Ne? Also hier ist es rot schon, ist ein bisschen sehr extrem. Es ist, glaube ich, sogar pink. Ich gehe fast nicht mehr in die Farbe rein, weil eben mir das alles zu extrem ist. Ich habe dann irgendwann dann aufgehört, weil ich neue Ideen wollte und mache jetzt einfach mit meinem Stift so kleine Zeichnungen, kleine Striche und Punkte. Also ich habe so mein Repertoire und das möchte ich zwar ein bisschen erweitern, aber ich mache immer ähnliche Sachen. Ich liebe kleine Kreuze. Ich mache ganz viele kleine Kreuze, die mir viel Spaß machen. Punkte mag ich auch sehr gerne. Kleine Striche, nicht untereinander, aber so nebeneinander. Die mag ich gerne. Und um eben diese Blumen, diese Schablonen, die ich da reingegeben habe, wieder ein bisschen abzuschwächen, gehe ich wieder mit meinen Tinten rein und ich finde, das macht es besser. Und ich werde dann nochmal mit Schablone, eher mit weißer Farbe, mit dem Mint noch reingehen, weil diese Farben das Ganze ein bisschen leichter machen. Ne? Es ist alles ein bisschen laut und noch nicht so ganz, ganz, ganz rund. Was ich jetzt auch beschlossen habe zu machen, ist zu nähen. Und das werde ich jetzt nicht aufnehmen, das Nähen, weil das einfach ja mit der Nähmaschine nicht so gut geht. Ich weiß, es gibt YouTuber, die das zeigen. Ich finde das nicht sehr. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, das gut aufzunehmen. So, und dann gehe ich noch mit meine Posca-Pens rein. Also um immer mehr dieses Rot abzuschwächen, weil das einfach zu viel wird. Ich gehe auch mit weißer Tinte rein, goldener Gelpen, weil Gold geht immer. Ich habe ja Gold immer wieder benutzt, sei es als Tinte, sei es eben auch zum Nähen werde ich Gold benutzen. Und jetzt eben mit dem Gelpen. So, jetzt habe ich genäht und jetzt dachte ich mir, ich muss jetzt auch diesem Art Journal einen Namen geben. Ihr seht oben, das ist die Webseite. Ich wollte den genauen Namen sehen für diesen Kurs. Das heißt Art Journal Summer Camp oder Summer Schools, Entschuldigung, 2008. Das habe ich jetzt aufgeschrieben. Man sieht es ja nicht so gut auf dieses Brown Paper. Und jetzt werde ich nochmal mit Weiß drüber gehen, dann leuchtet das viel mehr. Auf Braun finde ich das eine schöne Farbenkombination. Und dieses Braun ist ja dem Gold sehr nah und das passt ja auch farblich zum Resten. Das werde ich jetzt annähen an meinem, genau, da mache ich auch ein kleines, das jetzt kommt 2008. Das schreibe ich mir auf, damit ich weiß, wie das auszumalen ist. Und drumherum gehe ich mit meinem Stift rein, um 2018 zu schreiben. Ja, und dann mache meine Zeichnungen jetzt, meine kleinen Striche und Punkte, das Übliche.
und das nähe ich jetzt an. So, das soll euch jetzt ein Gefühl dafür geben, wie das jetzt aussieht. Das hätte ich auch ein bisschen, genau, jetzt ist es hier ein bisschen unscharf, finde ich leider. Ah, ich klebe es noch an, bevor ich es annähe. Ihr merkt jetzt, ich habe schon ein bisschen genäht. Ich werde jetzt auch Close-ups machen, damit ihr das besser seht, wie ich da genäht habe. Und das Ganze sieht so aus, das sieht man auch schön glänzen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, wenn ihr meinen Channel abonniert. Tschüss.